So, Hallihallöchen. Willkommen zurück bei Call of Duty Infinite Warfare. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid und natürlich eingeschaltet habt. Wir sind ja hier das letzte Mal stehen geblieben. Jetzt schauen wir mal auf die Nachrichten, ob da was Neues läuft. Ja, das kriegen wir schon hin. Nach dem, was sie getan haben? Mann, der hat sie doch nicht alle. Wir sollten den Mars in Splitter schießen. Zur Hölle mit ihm. Schifft seinen Hintern hin, dann sieht er ja, was Diplomatie bringt. Wie war, meine Lieben? Dann gehen wir mal auf die Brücke, dann schauen wir mal, was wir noch machen können. Der letzte Part war ein bisschen lange. Schauen wir mal, was noch übrig ist. Eins, zwei, drei sind übrig. Okay. Wir machen diesen bei Titan. SDF Ajax tanken auf der Oberfläche von Titan. Nach ihrer Luftschlacht mit der Olympus Mons erwarten sie uns hier nicht. Das Überraschungselement ist auf unserer Seite. Greifen wir an. Okay. Okay. Energiewaffe, also ist das eine Energie, ein Energiegewehr. 30, 20, nämlich 30 mm. Das ist noch nicht freigeschaltet, okay. Da bleiben wir dabei. So. Vielleicht können wir uns noch eine Ausrüstung gönnen. Ne, was ist das? Muss ja getan werden. Fährst du dieses Mal mit uns heim? Für einen Moment lang warst du ein Captain dort. Nicht meine Baustelle. Schade, ich wollte dich gerade befördern. Warte, ja. Ich spiele ihre Augen von der Retribution aus. Tankschiffe sind nur bedingt am Weg. Die Luftbedrohungen sind zu Geld auf die Engel. Verstanden, Nathan. Die SDF hat uns hier oben fast erwischt. Was ist das? Verstanden, 1-1, okay. So. Und auch die gleiche Ani, wie immer. Wir sollten in Reichweite sein. What the fuck? Bereit zum Angriff, heizen wir ihn ein. Ich nehme direkt das erste im Beschlag. Number one. Salt. Okay, heizen wir ihn ein. Komm, geh doch endlich drauf, du verfickte Hure. What? 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 Die kleine Missgeburten.
Die kleine Missgeburten. Vergesst es. Kleiner Missgewichser. Das ist der Ajax. Kommt her. Komm. Jawollo. Fucking Jäger. Komm her. Geld ist tot, super, dann kann ich. Ja, ich brauche jetzt erstmal eine Rakete. So, ich nehme das ins Visier. Mehr. Kleiner mieser Mongo. Jawollo. Jawollo. Verstanden. Stellen wir uns vor. Und wo? Und wo sind sie? Ich wüsste, wo es ist. Da. What the fuck? What the fuck, du bist jetzt der erste Wichser. Komm her. Du bist jetzt die erste kleine Karotte. Komm her. Wow. Ja, immer mit der Ruhe. What the fuck. So. Ich muss noch ein Ass. Ach da. Wow. Wow. Komm her. Kleiner mieser Wichser. Komm. Komm. Jawoll. Ethan, war's das? Bestätigt. Achter ausgeschaltet. Gut geschossen. Wir sind immer noch Ziele. Ausschalten! Ja. Wow. Antrieb. Antrieb könnte zerstören. Jawoll. Dann alles klar, zurück zur Retribution. Tower bereit für Verkehr. Ethan Ende. Da. So. Das war eine schnelle Mission, noch nicht mal 10 Minuten. Ja, ich bin doch dabei. Doch einmal für 5 Minuten die Fresse. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. 1-1. Fahrwerk für Lenksystem ausgefahren. So, 10 Minuten gebraucht. Eine Top-Zeit hingelegt mit den paar Ajax und den Dingenskirchen. Vielleicht schaffen wir noch eine Mission. Da müssen wir sie schauen.
ob wir noch was schaffen in der Zeit. Jetzt haben wir nur noch, ich glaube, 2 oder 3 Missionen. Jetzt schauen wir mal. Lieber. So. Und Ryan. So. Wir haben es vertrieben, Captain. Die Scans bestätigen 0 aktive Ziele. Das freut mich. Was hast du zu sagen? Dass Sie da aufgeräumt haben, Sir. Wir konnten ein Team entsenden, das unsere Treibstoffreserven aufgefüllt hat. Das ist auch super zu hören. So. Und was machen wir denn jetzt noch? Okay. Was haben wir da? Und was haben wir da? Ich glaube, den Schrottplatz sichern. 2 Asse. Machen wir. Die SDF hat Teile von einem Schrottplatz außerhalb von Pluto geworden. Wir haben einen Zerstörer mit einer kleinen Skelterstaffel im Einsatz. Wenn wir jetzt starten, erwischen wir die Schiffe und holen uns die Beute. Wir brauchen so viel Schrott wie möglich. Dann nehmen wir mal. Ich nehme mal den. Fertig. So. Alright. Machen wir die 2. Mission. Im nächsten Part mache ich wahrscheinlich die letzte Mission an die Hauptmission wieder. Da kommt es wirklich drauf an. Ich glaube kaum, dass sie mit uns teilen werden. Captain, SDF-Skelter haben bereits ein Perimeter eingerichtet. Sie werden uns direkt nach dem Eintreffen angreifen. Roger. Weitere Daten zum Schrottplatz? Viele Trümmer, nicht viel Platz für Luftmanöver. Klingt nach Bad. Scouts, der Tower geht zu vorsichtig und fliegen durch die Trümmer. 1-1, okay. 1-2, okay. Scouts, verstanden. Start, 3-2-1. Und weg. Wow. Retribution, zurückbleiben. Ab hier übernehmen die Scars. Verstanden, Sir. Gute Jagd. Skelter sind das Primärziel. Wir düngen sie aus und greifen den Zerstörer an. What the fuck? Nein. Komm her, du kleiner mieser Wichser. Einer. Wow. Kleine miese Ratte. So. Wow. Was? Wie? Wo? Da sind noch welche. Ja, ich bin noch dabei, Mädel. So. Nein. Alter. Bleib doch mal da, du bin mieser Mongo. So. Geht doch. So. What the fuck? What the fuck? Halt doch mal dein Maul. Ihr blinkt und explodiert alles. Da kommt jetzt komplett durcheinander da. So. Da ist noch einer. Voilà. Da haben wir noch einen. Komm. Ja, ich bin noch dabei. Ich gehe mir jetzt nicht auf die Nüsse. So. Wo ist noch ein Skelter gewesen? Nein. Ja, geht doch. Skelter sind tot. Nur noch die Zerstörer. Verstanden. Zeigen wir es ihnen, Salt. Bestätigt. Feuerfall.
kann keine Drohne rufen. Alter, was geht denn hier schon wieder ab? Und ich habe keine Raketen mehr, das ist doch Bummi. Alter, wer schießt da? Jawollo. Guter Abschuss. Jawollo, der Lollo. Gute Arbeit, Leute. Gebe sie acht, da sind noch mehr Jäger im Einsatzgebiet. Roger. Fieber, mache Deckung. Jawoll. Hab sie. Noch einer. Ich krieg keine Raketen mehr. Das kann sowas nicht sein. Also ich merke, den Antrieb zu zerschießen ist die beste Möglichkeit, um den Ajax zu killen. Es bleibt noch mal auf einem Fleck stehen, scheiß verfickter AJ. Schild, ja. AJ erledigt. Gator, was sagt das Radar? Der Sektor ist so gut wie frei. Ein Ast befindet sich direkt voraus in der Kampfzone. Da unten. Die schnapp ich mir. Fuck. What the fuck? Wo ist denn der? Da. Komm her. Jetzt. Jawohl. Gut gemacht, Raider. Gut geschossen, Sir. Radar ist frei. Alle SDF-Schiffe wurden ausgeschaltet. Wunderbar geschossen, Scars. Melden Sie es Strafkommen und schicken Sie ein Bergungsteam her. Gute Entscheidung, Raider. Zurück ins Nest, Scars. So, haben wir zwei Missionen geschafft in einem Part. Landeklappen und Fahrwerk aus. Von dir auch, Salt. Ja, Leute, wir haben zwei Nebenquests in einem Part geschafft. Das ist neuer Rekord. Jetzt kann man noch kurz in die Dinge reingucken, in die Audio-Logbücher. Aber ich möchte es auch noch mal auf die Karte gucken. Vielleicht kommt da noch eine neue Mission rein. Ja, dann schauen wir mal. Aber ich hoffe, ja. Dann gehen wir mal. Wieder eine saubere Mission, Sir. Potenzielle Operation auf dem Bildschirm, sobald Sie bereit sind. Dieser Zerstörer war bis an die Zähne bewaffnet. Es war gut, dass Sie ihn ausgeschaltet haben. Wie war? Würde ich sagen. Schauen wir mal auf die Karte. Wir haben nur noch eine Nebenmission. Das ist der Zerstörer zerstören. Aber den machen wir dann später. Und um Momentum zu verlieren. Aber ihre Arbeit da draußen verlangsamt sie. Danke, Gator. Hier haben wir fast alles getötet, was man töten kann. Jetzt hören wir uns noch ein Audio-Log an.
Und vielleicht kommt da was Neues rein, zufällig. Mal schauen. Was ist das? Damit alles klar ist. Ich führe Matrosen und Soldaten an. Ich beschütze sie und früher oder später werde ich sie in den Schlund einer Hölle werfen, die sich als blutigster und grausamster Krieg herausstellt, den die Menschheit je geführt hat. Durch mich erfahren diese Männer und Frauen eine Verbundenheit, die es nur bei mir gibt. Diese jungen Kinder überstehen Tage ohne Essen oder Schlaf. Sie halten durch, wenn sie krank sind, vollbringen überragend das als Verwundete und stellen sich todesmutig allen vor. Sie kennen keine Angst, keine Kälte, kein Bedauern und denken an nichts anderes als daran, einander zu helfen, um den Sieg zu erringen und uns alle vor dem sicheren Tod zu retten. Das ist Selbstlosigkeit ihrer höchsten Form. Meine Hingabe an sie steht über allem. Sie ist dem Frieden dieser Welt. Es war mir eine Ehre und ein Privileg, solch tapfere Seelen zu finden. Friede den Gefangenen. Captain Marine. Ja, stimmt, die ist ja gestorben. Dann beenden wir hier den 17. Part und wir sehen uns, meine lieben Herrschaften, das nächste Mal im nächsten Part. Lasst einen Kommentar da, liked unseren Kanal, lasst ein Abo da, unterstützt unseren Kanal und seht diesem Projekt und vielen anderen mit Freude weiter zu. Es freut mich um jeden Zuschauer, der zuschaut. Vielen Dank an alle und bleibt uns treu. Euer Saka.